Wer hat es nicht schon gemacht? Wäsche in der Wohnung trocknen. Gelegentlich stellt dies meistens kein Problem dar, regelmäßiges Wäschetrocknen in der Wohnung ist jedoch ein No-Go. Die von der Wäsche an die Raumluft abgegebene Feuchtigkeit kann sich nämlich als Kondensat an kalten Oberflächen niederschlagen. So entsteht über kurz oder lang Schimmelbefall, der nicht nur hässlich, sondern auch gesundheitsschädlich ist. Die Pilzsporen können von Atemwegsbeschwerden über Allergien bis zu Asthma alle möglichen Probleme verursachen. Aber das ist noch nicht alles. Wer eine befallene Wohnung sanieren muss, für den wird es richtig teuer. Darum sollten Sie als erstes prüfen, ob es nicht eine bessere Lösung gibt, wie die Trocknung im Freien. Zumindest regelmäßiges Lüften bei Trocknung in der Wohnung ist für Mieter verpflichtend, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Luftentfeuchter auf Granulatbasis oder als Haushaltsgerät helfen ebenfalls, die Luftfeuchte unter Kontrolle zu halten. Mithilfe eines einfachen Hygrometers können Sie die Feuchtigkeit immer im Blick behalten. Sie beträgt im Idealfall 50%.